Der Kommunalwahlkampf rückt näher. Am Donnerstag, dem 23. Juli 2020, präsentierte sich Bürgermeisterkandidat Jochen Wilms den Bürgern in der Dülmener Innenstadt. Mitten in der Marktstraße suchte er den Kontakt zu den Bürgern, um seine Ziele vorzustellen und darüber zu diskutieren. Für mich ist wichtig, dass man Verantwortung in seinem Leben übernimmt. Und das habe ich in vielen Ämtern, unter anderem auch als Vorsitzender des TV Dülms, aber auch beruflich übernommen. Und mich haben die Menschen in den letzten Jahren an verschiedenen Stellen angesprochen und haben gesagt, Jochen, das Amt als Bürgermeister, Dinge ganzheitlich zu betrachten, Dinge vom Ende zu betrachten, das ist deins, das ist etwas, wo wir dich gerne sehen wollen. Und deswegen haben dich die Bürgerinnen und Bürger auch unterstützt, haben mir ihre Unterschrift geleistet und haben mir dadurch den Rückenwind gegeben, als unabhängiger Bürgermeisterkandidat hier für Dülmen anzutreten. Seit 2003 wohnt der gelernte IT-Manager in Dülmen. Auf zwei DIN A4-Seiten präsentiert Wilms seine Ziele für Dülmen. Darunter attraktives Wohnen, gute Arbeit, beste Bildung und eine lebendige Innenstadt. Ich denke, wir müssen zwei großen Herausforderungen in Dülmen begegnen. Das eine Thema ist die Digitalisierung, die eine Veränderung der Arbeits- und der Lebenswelt mit sich bringt. Und das andere Thema ist, eine Nachhaltigkeit zu erreichen. Die Sachen kann man miteinander verknüpfen und das ist mir an der Stelle wichtig, die Digitalisierung in die Schulen ankommen zu lassen. Mir ist wichtig, dass wir Arbeitsplätze vor Ort schaffen, damit die Menschen weniger pendeln müssen und dadurch mehr Zeit hier vor Ort verbringen können und auch einen Beitrag leisten können durch weniger Kilometer zu mehr Umweltschutz. Mir ist auch wichtig, dass wir das Thema Mobilität so verändern, dass wir das Radwegesystem besser ausbauen, weil einfach viel mehr Rad gefahren wird, jetzt nicht nur in Corona-Zeiten, sondern generell sind die Trends dahin. Und wir müssen Alternativen schaffen, dass man sein Auto auch mal stehen lassen kann in dem Moment. Und das sind nur Ausschnitte, wo ich einfach nur sagen will, das ist ein Stück weit unser Programm oder mein Programm. Ich sage von der Seite unser, weil es einfach viel in den letzten zwei Jahren an Feedback gegeben hat, was in dieses Programm eingeflossen ist, sodass es auch ein Bürgerprogramm ist. Genauso wie Lisa Stremlau will SPD-Parteimitglied Wilms bei der Bürgermeisterwahl als unabhängiger Kandidat antreten. Für den Fall seiner Wahl hat er sich schon Gedanken darüber gemacht, welchen Aufgaben er sich vorrangig widmen will. An erster Stelle steht für mich auch diese tolle Verwaltung, die Menschen, die hier arbeiten, die erstmal näher kennenzulernen, deren Aufgaben, weil das sind 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich jeden Tag darum bemühen, dass diese Stadt funktioniert und dass es den Menschen hier an der Stelle gut geht. Darüber hinaus werde ich mich sehr aktiv um das Thema der Fahrradwege und die Digitalisierung der Schulen sofort umgehend kümmern, weil das etwas ist, wo wir wenig Zeit verlieren dürfen, wo wir insbesondere den Kindern in der Schule sofort mehr mitgeben müssen, mehr Möglichkeiten mit an die Hand geben müssen, um das Thema Digitalisierung zu lernen, damit sie an der Stelle gut gerüstet ins Arbeitsleben kommen. Jochen Wilms will den Wahlkampf nutzen, um die Menschen in Dülmen besser kennenzulernen. Dafür reicht ihm ein schlichter Stand auf dem Wochenmarkt. Natürlich alles unter Wahrung der Abstandsregeln.